mein größter Moment im Handwerk ist das Leuchten in den Augen meiner Kunden, wenn wir ihnen einen neuen Bus übergeben. Mein Moment im Handwerk ist eben, mein Know-how einzusetzen, dass die Kunden am Ende des Tages zufrieden sind. Meinem Handwerk macht mich stolz, dass ich am Ende des Tages sehe, was ich geschafft habe. Ich bin Uhrmachermeister und stolz auf mein Handwerk, weil ich dadurch jahrhundertealte Kulturgüter am Leben erhalten kann. Elektromobilität ist für mich das Thema, das mich jeden Tag aufs Neue belastet. Ich bin stolz darauf, Tischlerin zu sein, weil ich nicht nur Tische bauen kann, sondern auch das hier. Weil wir noch richtig was mit den Händen erschaffen. Wir helfen Kunden in Not und helfen dabei, Leuten ihre Träume zu verwirklichen. Ich mache die Welt ein kleines bisschen bunter. Was mich an meinem Handwerk stolz macht, dazu bedarf es fast keiner Erklärung. Und was mir in meinem Beruf gefällt, ist, dass wir täglich was für den Umweltschutz tun, durch erneuerbare Energie, durch Solar, durch Wärmepumpen, durch neueste Technik und Innovationen in unserem Berufsfeld. Ich bin stolz darauf, Handwerker zu sein. Ich gebe alles für den Moment, in dem nicht nur der Lackierer ist, sondern auch die Augen meiner Schüler. Eines der Highlights bei uns im Beruf ist die Erstellung von Showcars und Prototypen, die auf allen möglichen Messen wie dem Genfer Autosalon oder IAA ausgestellt werden. Wir Handwerker suchen ja immer die Herausforderung und für mich war die Treppe hier nach Edinburgh so was ganz Besonderes. Ich finde es genial, wie mit meinen Händen aus rohem Holz ein klingendes Kunstwerk entsteht. Weil ich die Möglichkeit habe, traditionelles Handwerk mit den modernsten Hightech-Messgeräten zu kombinieren und dadurch den Leuten wieder Lebensqualität zu schenken. Mein schönster Moment im Handwerk, die Welt von oben sehen, in die Ferne schauen und sehen, was wirklich wichtig ist. Der tollste Moment in meinem Beruf ist, wenn die Kunden sich strahlend im Spiegel anschauen und mit Begeisterung mein Geschäft verlassen. Wenn ich aus einem Serienmodell ein maßgeschneidertes Fahrzeug geschaffen habe. Der Moment, für den ich alles gebe, ist der, wo es mir schmeckt, aber vor allem meinen Kunden. Mein schönster Moment im Handwerk war meine eigene Meisterfeier 1991 in Düsseldorf, wo ich in den Kreis der Meister aufgenommen wurde. Und ab da fühlte ich mich tatsächlich im Handwerk angekommen. Mein schönster Moment war ungefähr vor 2 Monaten. Da haben wir eine sehr schwere Schaufensterscheibe in einem Hotel gewechselt. Die wog ungefähr 500 Kilo und unter Zuhilfenahme von mobilen Kränen haben wir die von außen durch die Öffnung nach innen reingezogen und eingesetzt. Und weil das sehr kompliziert war, war ich da heilfroh, A, dass die Scheibe ganz geblieben ist, B, dass meinen Mitarbeitern nichts passiert ist und C, dass ich mal einen Kunden wieder beeindrucken konnte. Ich liebe meine Malerarbeit, weil ich eine alte Hütte wieder auf neu erstellen kann und der Kunde ist tipptopp zufrieden am Feierabend. Mein tollster Moment in meinem Beruf war, als ich meine Gesellprüfung bestanden hatte und von da an selbstständig arbeiten durfte. Mein schönster Moment im Handwerk ist, wenn ich jeden Morgen das frische Brot aus dem Ofen hole. Unser Job ist für uns keine Arbeit. Nein! Wir sind Friseure, weil wir es lieben. Wir sind nicht nur Geheimnishüter, Therapeuten oder Künstler. Nein. Wir verstehen auch was vom Handwerk. Es ist ein unglaublich tolles Gefühl, wenn so ein kleiner Mensch dich anlächelt und mit leuchtenden Augen anschaut, weil es wieder hört. Und der schönste Moment in meinem Berufsleben war, als ich das erste Dach eingedeckt hatte. Wir Stuckateure sind immer stolz drauf, wenn abends die Wände super glatt sind. Nicht wahr, Jungs? Yeah!